Hallo Pieps, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal. Ich nehme euch heute den Tag über mit, denn heute sind wir bei Mona und Kobi in einer größeren Runde und machen eine Tattoo-Party. Die hatten ja eine Tätowiererin auf ihrer Hochzeit da. Es hat aber alles zeitlich nicht hingehauen und viele sind nicht mehr dazu gekommen, sich vor Ort ein Tattoo stechen zu lassen. Und deswegen holen wir das jetzt heute nach. Und ja, Mona und ich wollen uns schon sehr, sehr lange ein Freundschaftstattoo stechen lassen. Und das werden wir heute tun. Endlich, ich freue mich. Und ja, ich bereite nachher noch ein paar Tipps vor für die Runde. Und jetzt gehe ich aber erstmal unter die Dusche und mache mich ein bisschen frisch. Die drei Dips sind fertig und ich habe euch dazu ein Reel gedreht. Das wird, wenn der Vlog online ist, auf jeden Fall auch schon auf Instagram online sein. Also schaut euch mal vorbei. Jetzt bügel ich noch schnell ein Kleid für mich und ein Hemd für Basti. Dann schminke ich mich und dann muss ich Emmas Tasche packen, weil die schläft heute bei Oma und Opa. Und dann ziehe ich sie gleich auch schon ab. Die Zeit ist richtig verflogen. Dann hole ich Basti ab oder wir holen Basti ab. Wir bringen sie zu Oma und dann geht's direkt weiter zu Mona und Kobi. Und ich freue mich schon. Angekommen bei Mona und Kobi. Und ja, wir sitzen jetzt schon. Es kommen gleich noch ein paar nach. Und ich zeige euch jetzt gleich die Tattoo Station. Mona sitzt gerade mit Maya draußen in so einer Außenschaukel, in so einem Hängestuhl. Hat ein Kettchen gegessen. Und Mona kam direkt auf uns zu und sagte mir nicht mal Hallo und stürzte und direkt auf mich. Ich so, du sagst, ess mir Hallo, ess mir. So, hier ist die Tattoo Station. Angie hat hier alles aufgebaut. Das ist einfach so krass. Einfach so ein riesiges Tattoo-Studio hier zu Hause. Ist gerade schon das erste Tattoo gestochen worden. Ich freue mich so krass auf Mona und mein Tattoo. Wir sind jetzt gerade hier an den Schriften. Ja, das ist süß. Wir sind jetzt gerade hier an den Schriften und suchen mal, was uns gefällt. Ja, hier kommen die ganz fancy Schriften. Was? Babu, call me? Nein, Baby, call me. Achso. Baby, call me. Hä, wo ist das? Ja, ich hatte hier ja schon mal welche. Oh ja. Das hätte sogar geholfen. Oh ja. Ja, ja. Genau, wir gucken jetzt mal, was es dann wird. Und dann zeige ich euch, wenn wir gleich mal was aufgeklebt haben. Guck mal, jetzt kommen die ganzen dünnen. So, Angie hat die verschiedenen Größen, also hat verschiedene Größen ausgedruckt und jetzt gucken wir mal, wie groß wir es wollen. Ich glaube, das auf jeden Fall. Ich weiß. Boah, keine Ahnung. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu groß. Ja. Ach, schwierig, schwierig. Oder so ein Mittelding zwischen den beiden. Denke ich mir gerade. Das ist auf jeden Fall zu klein. Ja. Oh mein Gott. So? Mhm. Kannst du nochmal. Kannst du jetzt nochmal gucken, wenn ich das erinnere? Ich glaube, ich würde es noch so ein Ticken vielleicht runter machen. Oh, oh, was ist denn hier los? Kennst du diese Szene? Was ist denn hier los? Ja, genau. Aha. Aha. Wo habt ihr das Ticken? Schule. Schule? Das ist einfach, ich dachte einfach gerade, sie sticht noch nicht richtig. Weil was gerade wie tut? Und jetzt komme ich gleich wieder und heul richtig rum. Toll. Wahrscheinlich. Das ist scheiße. Mein Tattoo ist fertig. Und jetzt erstmal Frischhaltefolie drum. Denn Mona kriegt jetzt gleich ihrs. Und dann wollen wir natürlich ein Foto zusammen machen. Und dann kommt erst das Pflaster drauf. Ja. Deswegen jetzt noch provisorisch, damit nichts drankommt. Vlog mal auch mit vor. Ja. Für euch. Gut. Dann machen wir gleich unser Partner-Tattoo. Und jetzt ist Mona unter der Nadel. Ja. Yay! Das war gerade ein Krampf, die passende Stelle zu finden bei ihr. Mona kriegt gerade die Koordinaten. Warte, welche Koordinaten sind das jetzt? Oh, fuck. Oh, fuck. Ja. Ist das schlimm? Warte kurz, ich muss kurz Luft holen. Basti! Oh, okay. Lass mich erst wieder raus. Oh, no! Wenn du mal gucken, dann du und next one. Hans kriegt sein. Ist das dein erstes Tattoo? Kriegt zwei, ja. Ja, aber das ist jetzt aber dein erstes Tattoo. Okay. Das ist enthart. Und dann geht's gleich los. Echt angenehmer als. Das ist das Tattoo der Jungs. Jeder kriegt eine andere. Wie sagt man, eine andere Emotion? Gesichtsausdruck, ja. Ja, einen anderen Gesichtsausdruck. Ja. Fancy, fancy. Gleich, ne? Vor allem so schön auf so einer Platte. Wir machen uns jetzt einen Lillet. Oder wie wir sagen. Aber
So, der nächste Boy ist dran und hier ist... Guck mal, das ist ein bisschen dunkel, dreht mal. Ach so, ja. Man sieht nix. So, hier. Da. Da ist der Lego-Cop. Mit so einem süßen... Oh ja, stimmt. Und ein... Fokussier doch bitte. Fokussier bitte. Das ist das Herz aus dem... Oh mein Gott. Die Brüste von Mona. Oh mein Gott. Oh. Schwarz. Nein. Das ist das... Das ist ein Herz aus dem ersten Liebesbrief von Mona. Richtig cute. Ja, richtig sehr, cute. Sehr, sehr, sehr geil. Ja, und ich hätte es gemocht zu haben, wenn sie das Herz so nicht mal geschlossen hat. Nee, das ist... Also mehr ist ja mir nicht schwer. Ja, ja und mein Boy lässt das Herz jetzt gleich auch mitmachen. Ich hätte nicht dran geglaubt, aber er kriegt gleich auch sein erstes Tattoo. Und zwar nicht mit mir, sondern mit den Jungs. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Als erstes Tattoo ist das schon... Das ist schon also ja. Liebesbeweis aber an die Boys auf jeden Fall. Da man ja auch so ein kleiner Nerd ist im Inneren. Wenn man ihn sieht, denkt man das nicht, aber passt schon. Er ist genau wie wir. Wir sind auch innerlich einfach alle Nerds. Was ist das Geile? Ja, dein Mann oder deine Affäre? Was? Hä? Ja? Hat sie jetzt gespoilert? Hat er mal sich gespoilert? Oh mein Gott! Soll doch erst im nächsten Block kommen. Oh. Ich kann mich an diesen Morgen überhaupt nicht mehr erinnern. Das war schlimm. Und mir war das so unangenehm. Ich glaube, habe ich euch angeknallt? Nein, nein, das ist so unangenehm. Du machst einfach die ganze Zeit so, du musst jetzt einfach gehen. Guck mal in sein Gesicht. Sehe ich gut aus? Schau mal. Sag mal aus voller Überzeugung. So. Ich freue mich jetzt auf meinen Lego-Kopf. So, Basti ist jetzt gerade hier ready. Und, ja, Bastis erstes Tattoo. Wird jetzt vorbereitet. Und da hinten auf den Arm, da kommt jetzt gleich drauf. Ja. Ja? Ja, ist eine gute Stelle. Ja. Zeig mal. Mach mal. Crazy. Okay. Es sind ein paar Tage vergangen. Wir haben jetzt die Tattoo-Folie abgemacht. Das bedeutet, ich kann euch jetzt nochmal die Tattoos zeigen. Also Bastis und meins. Und ja, ich bin richtig happy. Ich weiß nicht, ich bin auch richtig froh über die Stelle. Irgendwie jedes Mal, wenn ich irgendwie vorm Spiegel stehe oder eine Story filme oder so, dann denke ich mir jedes Mal, oh, das sieht doch schön aus. Ja, Bastis sieht auch schon richtig gut aus, aber er durfte 4 Tage keinen Sport machen und das war für ihn die absolute Hölle. Jetzt hat er heute so ein bisschen Sport gemacht, hat dann aber schnell wieder aufgehört, als er angefangen hat zu schwitzen, aus Angst, dass sich das noch irgendwie entzünden könnte. Wir kriegen natürlich schön fleißig ein, 3-mal am Tag, damit das schön abheilt und dann auch ja, ein sehr, sehr schönes Endergebnis am Ende hat. Ich versuche jetzt mal, es dauert natürlich noch ein bisschen, also es ist noch im Heilungsprozess, aber so, ich hoffe, man kann es erkennen. So sieht mein Tattoo jetzt aus. Wie gesagt, ich liebe die Stelle, ich finde die einfach so, so schön und ist natürlich für mich irgendwie so ein nochmal ganz besonders. Es hat einfach ein Tattoo mit meiner besten Freundin ist, die ich jetzt seit 11 Jahren kenne. Also die seit 11 Jahren meine beste Freundin ist. Und ich weiß auch nicht. Es ist irgendwie, ich freue mich einfach. Und jetzt zeige ich euch noch Bastis. Das ist Bastis Tattoo. Und die Jungs haben ja alle einen unterschiedlichen Gesichtsausdruck. Und Basti hat so einen leicht verschmitzt lächelnden genommen. Und ich finde es mega. Und es passt auch voll zu ihm.